Hallo und herzlich willkommen zum Sofa, zu dem besonderen evangelischen Gottesdienst aus Niederösterreich. Ich sitze hier jetzt im Wohnzimmer im Pfarrhaus in Gmünd, auf meinem Sofa, trinke Kaffee aus dem wunderschönen Sofa-Häfer. Und da steht Sofa, das bedeutet Sonntag für alle. Also du bist eingeladen, so wie du gerade bist. Und du bist wunderbar, so wie du gerade bist und von Menschen und von Gott willkommen. Ich freue mich ganz besonders auf diese Zeit mit dir. Mein Name ist Dazdischla Muster. Ich bin Pfarrerin in einer der kleinsten Pfarrgemeinden in Niederösterreich, im Waldviertel, in den zwei Bezirken Gmünd und Weidhofen an der Thaya. Also ich bin überzeugt, dass Gott immer bei uns da ist. Er ist im Moment hier auf meinem Sofa und ich bin ganz sicher, er ist auch bei dir auf deinem Sofa. Bleib bitte dort, wo du bist. Ich wechsle jetzt in die Kirche der Frohen Botschaft in Weidhofen an der Thaya. Da habe ich etwa eine halbe Stunde Fahrzeit, aber bei dir bin ich gleich wieder da aus der Kirche. Bevor ich losfahre, möchte ich aber was ganz besonders betonen. Ich bin jetzt bei dir und wir sind zusammen und feiern gemeinsam Gottesdienst im Namen Gottes. Gottes, den wir als Vater uns vorstellen und den wir als Bruder in Jesus kennen und wissen, dass er immer zu uns hält und auf unserer Seite ist und im Namen des Geistes, der uns alle miteinander verbindet. Ja, so fahre ich jetzt los. Meinen Kaffee nehme ich mit und bis gleich aus der Kirche. Jetzt bin ich in der Kirche der Frohen Botschaft in Weidhofen an der Thaya. Diese Kirche wurde 2004 erbaut nach dem Projekt des Künstlers und des Architekten Varlamis. Die Botschaft dieser Kirche ist, jeder Mensch, der hier hineinkommt, wird von Gott ganz herzlich umarmt. So ist unsere Kirche für alle offen. Jeder ist hier herzlich willkommen und meistens sonntags ist diese Kirche voll, obwohl wir Evangelische hier nur weniger als 1% von der Gesamtbevölkerung in diesem Bezirk sind. Ich selbst komme aus einem Land, wo vorwiegend evangelische Menschen leben. Ich komme aus Lettland. Vielleicht hast du schon von meiner Sprache gemerkt, dass ich keine Österreicherin bin. Ich bin hier aufgrund von Liebe zu meinem Beruf. In Lettland durfte ich als Frau nicht in der Kirche als Pfarrerin arbeiten und so bin ich nun hier. Das war aber eine harte Zeit für mich. Vielleicht hast du auch mal was Schwieriges in deinem Leben erlebt oder Ungerechtigkeit. Die Hauptfigur des heutigen Sonntags ist ein Mensch, der ohne eigene Schuld oder Fehler schwer vom Schicksal betroffen war. Es kann gut sein, dass du diesen biblischen Mann schon mal von ihm etwas gehört hast. Bevor ich dir die Geschichte erzähle, möchte ich mit dir gemeinsam beten. Vielleicht denkst du, ich brauche immer eine besondere Kleidung, wenn ich bete. Nein, auch wenn ich jetzt mein Talar anhabe, dann meistens sieht das mir gar nicht an, wenn ich mit Gott rede. Bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Vielleicht wissen viele Menschen gar nicht, dass du immer wieder betest. Jetzt habe ich zum Gebet und zum Sofa-Gottesdienst den Talar an, weil meine Aufgabe als Pfarrerin über meine eigene Person hinausgeht.
Es ist ein Zeichen dafür. Aus dieser Rolle lade ich dich ein zum gemeinsamen Gebet. Den fange ich an mit dem Wort aus dem 43. Psalm an. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Gott, viele Menschen haben vor uns schon gebetet und auf dich vertraut. Ich danke dir, dass ich immer auf die Worte anderer Menschen zurückgreifen kann. Sie führen mich weiter, besonders an den Augenblicken, wo ich selbst nicht weiter weiß, wo mir die Worte fehlen und ich einfach nicht wirklich weiß, was ich brauche oder will. Dann kann ich vertrauen auf den Glauben und auf die Worte denen, die vor mir gelebt haben. Danke Gott für die Menschen, von denen und mit denen ich immer wieder lernen darf. Von den Menschen aus früheren Jahrtausenden und von den Menschen, die heute mit mir gemeinsam leben. Amen. Und jetzt die Geschichte. Die Hauptperson des heutigen Sonntags war auch so ein Mensch, von dem wir vieles lernen könnten. Das war der Hiob, ein uriger Frommer aus der hebräischen Bibel. Er war ein gerechter Mensch, hat viel Gutes in seinem Leben erlebt, hatte Familie, Kinder, war reich, war glücklich. Und auf einmal verlor er das Ganze. Seine Kinder starben, er hatte keine Familie mehr, er war arm und krank. Und sein Leid war groß und die Menschen konnten sogar die Kommunikation mit ihm nicht aushalten. Das war unerträglich. Nur einige engsten Freunde blieben bei ihm und diskutierten mit ihm über das, wieso überhaupt sowas ihm geschehen konnte. Und sie könnten nicht die Frage, die Warum-Frage könnten sie nicht beantworten. Seine Frau hat auch gesagt, wenn du so leidest, ne, dann vergiss das Ganze mit Gott und Glaube und Leben und stirb einfach. Ich hoffe, dass die meisten Menschen auf dieser Welt so ein Leid nie erfahren müssen. Und ich hoffe, dass du sowas nie erfahren hast und auch nie etwas so Schlimmes erfahren wirst. Aber ich weiß auch, dass in ganz üblichen, ganz gutem Leben immer wieder Situationen gibt, in denen wir nicht mehr weiter wissen und keine wirkliche Lösung gibt. Für manches gibt es einfach keine Lösung. Und zu so einem Punkt ist damals der Hiob gekommen, dass er gesagt hat, eine Lösung in meinem Leben gibt es nicht. Und wo er an dem Punkt gekommen ist, ist etwas passiert, nicht in seiner Umgebung, sondern in ihm selbst. Und er hat gesagt, einen Satz. Diesen Satz lese ich aus der Bibel, aus dem Buch des Hiobs, jetzt dir vor. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein ganz kurzer Satz. Der Hiob hat auf einmal begriffen, dass das Leben nicht von konkreten Dingen abhängig ist. Dass es nicht so wichtig ist, wie das Leben, ob das Leben sich anfühlt, wenn es darum geht, ob das Leben wertvoll ist. Er hat auch entdeckt, dass das Leben ohne alles drumherum einen Platz in das große Leben Gottes hat. Und dass statt 100 guten Lösungen etwas unvergleichbar Größeres gibt. Das eine Du, das Gegenüber, das göttliche Gegenüber. Und dann geht es nicht mehr um das nur Leben, sondern um das ganz besondere Leben. Für uns Christen ist es am besten zu verstehen, wenn wir auf Jesus schauen,
Ihn nennen wir auch der Erlöser. Und in seiner Geschichte sind wir ganz besonders zu Hause. Aber auch die Hiobsgeschichte, für mich war sie immer ein guter Wegbegleiter in Krisen. Krisen fühlen sich nie gut an, sie führen uns aber immer weiter. Und jetzt erleben wir ja auch eine Zeit, die sich nicht besonders gut anfühlt. Und in manchen Hinsichten wissen wir keine gute Lösung. Und gerade jetzt ist es wichtig zu merken, dass unser Leben in der guten Hand Gottes liegt. Und dort ist unser Leben gut aufgehoben. Und gerade in dieser Zeit können wir die Zeit nutzen auch und die Möglichkeit ergreifen, in unser eigenes Sein, in unser eigenes Leben hineinzuschauen und nach dem tieferen Grund suchen. Wenn es uns gelingt, dieses Gegenüber zu finden, dann verankern wir uns mit jedem Tag mehr in das Leben und dann finden wir das Licht und die Wahrheit, die uns zu Gott führt. Das haben wir ja gerade mit dir gemeinsam gebetet. Ich glaube, wir sind heute auch auf einem guten Weg. Wer in Gott sein echtes Gegenüber gefunden hat, genießt gerne die Stille oder eine gute Musik. Ich lade dich zu einem Gebet ohne Worte ein. Danach, wenn du willst, bete das Gebet Jesu mit mir zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin mir sicher, dass aus jedem Gebet und aus jedem Gottesdienst wir gesegnet in den Alltag hineingehen. Mit einem schönen biblischen Spruch möchte ich Gottes Segen genau dir jetzt zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Mein Kaffee ist noch warm und schmeckt gut. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und Vorfreude auf den nächsten Sofa-Gottesdienst in einer Woche mit Rainer Gottes aus Leobersdorf. Mach's gut. Tschüss.